Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight und wir werden uns jetzt mit dem Riddler anlegen. Und dann hoffentlich Selina Kyle alias Catwoman endlich aus seinen Fängen befreien. Los geht's. Das war's. Noch durch einen Ring springen und ich bin frei, um Gotham auszurauben. Du weißt schon, sicherstellen, dass alle rauskommen. Zuerst checke ich die Museen. Das ist zu einfach. Na gut, dann machen wir weiter. Das Einflüsse von Zauberwürfeln des 20. Jahrhunderts und von Folterinstrumenten des 15. Jahrhunderts vereint. Wenn Eddie wollen würde, dass wir Schach in Lebensgröße spielen, hätte er uns mehr Figuren geben sollen. Ich denke nicht, dass das der Plan war. Okay. Ich brauche auf jeden Fall den hier. Wohl nach Hause, Eddie. Es wird einen Weg hineingeben. Okay. Wie kannst du mein Spiel spielen, wenn du doch ausgeschlossen wurdest? Ausgeschlossen. Vielleicht siehst du dieses Rad. Was haben wir denn da? Kommen wir vielleicht in einen geheimen Raum? Mars... Maste... Mal sehen, wo wir da hinkommen. Ihr könnt nicht hindurch, Kinder! Und nein, auch nicht darunter durchgraben! So, jetzt bin ich hier drin, aber... Der Würfel anhalten, wenn ich die Ladung abfeuere. Ich würde sagen, das ist mein Job. Kommst du da rein? Ja, sie kommt da rein. Und jetzt? Ich frage mich gerade echt, was das Ziel hier ist. Okay. Damit schießen wir die Würfel weg.
weiß gerade nicht wirklich, was ich hier mache, aber ich probiere gerade ein bisschen aus. Vielleicht muss ich ja gucken, dass der Laser durchkommt. Hoffe ich jedenfalls. Ich gratuliere. Jetzt lass uns gleich zum Punkt kommen. Oh oh. Aline, pass auf! Pass auf! Okay. Verdammt! Das soll ein Rätsel sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Anfängerglück. So, er ändert seine Position. Jetzt müssen wir den freilegen. Ah, wir dürfen den anderen aber nicht verstopfen. Okay. Dann stelle ich mich doch einfach mal hier hin. Du wirst nicht gewinnen. Einmal anziehen. Sehr schön. Die Dame wird sich jetzt hier hinstellen. Und dann ziehen wir hier einmal an. Okay. Alles noch im Rahmen des Machbaren. Ah, das ist jetzt nicht so schwer. Okay, das war's. Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es, Cynthias Endgerend. Das letzte Rätsel. Okay, jetzt haben wir zwei auf einmal. Die Bats letzten beiden Laser. Wir müssen die beide aktivieren. Okay, wir haben hier frei. Wir haben da hinten einen frei. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Erstmal ziehen wir da an. Ist da schon mal Platz? Genau, jetzt Selina stellt sich hier hin. Ziehen wir das da an. Ah, nee, ich wollte abstoßen. So. Ah, da passen jetzt nur zwei hin. War jetzt nicht ganz so clever. Aber normalerweise der eine muss sich ja noch bewegen, ne? So, der ist weg. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht los. Nein, tun sie nicht. Sehr schön. Jetzt machen wir die nach oben. Ja, das könnte funktionieren. So, wir machen die da.
Nach oben. Die ziehen wir zu... Ah ne, zurückziehen. Sehr schön. Selina geht erstmal nach ganz hinten. Ne, Selina geht dahin. So. Einmal bitte anziehen. Und einmal hier den letzten. Auch einmal anziehen. So. Kleiner Charmeur, du. Warte kurz, damit ich mich fangen kann. So. Da sind wir auch schon raus. Und holen uns den Schlüssel. Und Selina sollte dann frei sein. Wärst du so freundlich? Oh. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Ja, damit haben wir sie befreit und jetzt geht's raus. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Viel Glück dann. Okay, dann geht's jetzt raus. Komisch, dass Nigma sich nie mehr meldet. Okay. Dieser miese Hund.